Ist es besser, morgens oder abends Qigong zu üben? Darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Corno, ich bin Qigong-Lehrer hier auf YouTube und seit über 20 Jahren deutschlandweit unterwegs mit Kursen und Seminaren. Und heute hast du hier in dieses Video gefunden zu dieser durchaus wichtigen Frage. Und du wirst sicherlich, wenn ich dich jetzt frage, welche Antwort erwartest du denn eigentlich? Dann wirst du sicherlich, wenn du so ein alter YouTube-Schauer, Schauerin bist, wirst du wahrscheinlich sagen, oh Gott, jetzt kommt er wieder mit. Du musst es selber wissen. Jeder so wie er nach seinem Gefühl. Und ja, aber auch nein. Es stimmt. Zum einen natürlich, die erste Regel gilt, wichtiger ist es, dass du überhaupt zum Üben kommst. Und normalerweise entscheidet das dein Alltagsleben und dein Tagesablauf ganz von selbst, ob du überhaupt in der Lage dazu bist, morgens oder abends zu üben. Nur die wenigsten Menschen mit Familie, Job, Alltag, wo alles voll ist, gepackt mit Terminen, haben überhaupt die Auswahl oder haben das Gefühl, ja, ich mache halt morgens und abends. Natürlich ist morgens und abends optimal. Also das ist schon mal so das Ideal. Aber wir arbeiten hier nicht mit Idealen, sondern wir arbeiten ganz pragmatisch. Wir wollen, dass Qigong hilft und gucken, wie wir das am besten in den Alltag einbauen. Und von daher natürlich, wenn du morgens oder abends das sowieso nicht schaffst, dann ja, mach dann, wenn du Zeit hast. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, wenn du sagst, ich will auch nur einmal am Tag üben, wann wäre das denn besser? Würde ich sagen, am Morgen ist es besser. Und natürlich spricht einiges dafür dagegen, denn mal ganz knapp gesagt, so das Alleinstellungsmerkmal morgens ist, du kalibrierst dich für den Tag. Du bereitest dich auf den Tag innerlich vor, sammelst dich, baust Kraft auf und gehst dann schön aus dem Gleichgewicht heraus in den Alltag hinaus oder hinein. Und am Abend ist natürlich der Schwerpunkt, dass du den vergangenen Tag verdauen kannst besser, also besser loslassen kannst, besser zur Ruhe kommst, besser runterfährst. Also zum Beispiel auch bei Schlafstörungen oder sowas kann es gut sein, dass du all das, was du am Tag erlebt hast und was dich vielleicht auch noch nachts beschäftigt im Bett, dass du das so rituell mit der Qigong-Übung am Abend auch loslassen kannst. Und deswegen kann man nicht sagen, das ist als eins für alle besser. Aber normalerweise, wenn man jetzt sagt, und was, wenn ich jetzt eins von beiden, beides will ich haben, aber was ist wichtiger, dann würde ich normal sagen, am Morgen zu üben. Dann hast du nämlich am Abend weniger zum Verdauen, was dann noch an Stressfaktoren gekommen ist. Das heißt, wenn du morgens übst, baust du tendenziell weniger Stress den ganzen Tag über auf, den du am Abend abbauen müsstest. Das heißt, es ist eher nachhaltig präventiv. Und daher würde ich dir aus diesem Grund empfehlen, dass du normalerweise besser morgens Qigong machst, wenn du nur einmal am Tag übst. Aber wie gesagt, wenn du jetzt schon sagst, nee, 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 ich gehöre hier zum Lager schlaflos und so, schlaflos in Seattle, dann würde ich sagen, probier es auch mal am Abend und schau, was dir besser gefällt, was für dich persönlich wichtiger ist. So, aber wie gesagt, meine Antwort ist am Morgen. Ich finde, das ist für mich so der wesentliche Punkt. Gut, dann hoffe ich, konnte ich dich ein bisschen inspirieren mit meiner Antwort und meinen Antworten. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, ich freue mich. Ciao.